Huhu, Mirika Bandens. Und wir schauen uns heute an, was ich vor einem Jahr gegessen habe, am 10. Januar. Und fangen direkt an mit dem Frühstückstisch. Ja, das war quasi wieder die Kaffeezeit mit meinem Mann und das habe ich auch sehr genossen. Ihr seht hier aber diesen Turm, ja, ups, ihr seht hier den Turm. Und das ist, ja, also ich habe wirklich einiges an Zeit gebraucht, bis mein Frühstück überhaupt fertig war sozusagen, bis es richtig, bis es verzehrreif war sozusagen. Denn, also wenn ich halt aufgestanden bin, dann habe ich direkt meine Haferflocken gemacht, übergossen mit ziemlich viel Wasser, sodass es halt einfach eine Stunde gebraucht hat, bis es so richtig die Konsistenz hatte, wie ich eigentlich wollte, bis alles aufgesogen war. Und das ist halt, ja, schon so ein Zeichen, wenn deine Haferflocken so lange brauchen, bis sie verzehrfertig sind, einfach nur, weil du sie so voluminös machen möchtest, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du die halt missbrauchst. Also du hast da eine Technik, wo du einfach so viel Volumen wie möglich mitschaffen willst, sodass du so satt und voll wie möglich damit wirst, weil du deinem Körper nicht vertraust, dass er dir auch ohne dieses Völlegefühl sagen wird, wie viel Energie du brauchst. Also du hast eigentlich Angst vor deinem mentalen Hunger. Zumindest war es bei mir so und sag mir doch Bescheid, wenn du dich damit identifizieren kannst in den Kommentaren. Ich habe hier... Ja, und das hat dann quasi auch perfekt gepasst damals, weil ich, wie ich schon in den Videos vorher gesagt habe, auch das mit dem Kaffee auch irgendwie genutzt habe. Ja, der macht dann auch erstmal so ein bisschen voll und dann, das ist quasi eine große Tasse, egal was du trinkst. Das will ja auch erstmal verdaut werden und ich hatte aber trotzdem schon so mega den mentalen Hunger und wusste, eigentlich will ich jetzt einfach nur Frühstück. Aber das hat dann immer dazu geführt, dass ich irgendwie eine Stunde später halt Frühstück gegessen habe. Und das ist halt, das ist überhaupt nicht gut. Das ist also einfach ein Zeichen, dass du, wenn du diese Strategien irgendwie anwendest, dann arbeitest du gegen deinen Körper. Das habe ich da zu der Zeit gemacht. Ja, ihr seht jetzt Fotos von mir und ich werde nicht irgendwie schlecht über mich reden, in keinster Weise. Also das hat meine Essstörung schon genügend in meinem Leben getan. Aber ich finde einfach, dass sich jeder selbst ein Bild darüber machen kann. Also ich habe damals zu mir selbst gesagt, dass ich mega happy bin und ich habe das auch wirklich geglaubt. Und ich habe das auch allen um mich herum gesagt und es war auch nie gelogen. Aber das hat mir halt die Essstörung gesagt. Und ich war da quasi, habe selbst gar nicht gemerkt und mir auch gar nicht eingestehen können, dass ich sehr gefangen bin zu der Zeit, genau. Ich habe die einfach mit hier reingenommen in das Video, weil die halt an dem Tag auch gemacht worden, die Selfies wurden, so. Ja, das war das Frühstück. Das sind, ja, Haferflocken, tete, mit Mandeln und Nüssen und Rosinen und die Menge davon wird auch immer mehr. Da ist dann eben Sojajoghurt. Es wird auch bald in den nächsten Videos zu einer Art Käsekuchen werden, den ich damit sozusagen mir gesundisiert zubereitet habe. Rolling my eyes hier. Der ist auch, das wird noch sehr, sehr lecker. Da müsst ihr unbedingt, guckt euch jedes Video wirklich an, weil es geht in jedem wirklich um was anderes und es hilft jedes Mal. Hier, ich sag euch nur Sachen, die mir damals geholfen hätten, ja. Hier seht ihr Gewürze, ganz viele. Gewürze sind eigentlich so der beste Freund von jedem, der irgendwie Angst vor Kalorien hat, weil die halt für ganz, 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 ganz wenig Energie sehr, sehr viel Geschmack bieten. Und ich habe auch, also, das werdet ihr auch noch durchs Jahr sehen, also krass viele Gewürze benutzt. Also spricht dir an sich nichts gegen, aber wenn du halt Gewürze benutzt, weil das so attraktiv ist, dass sie halt für so wenig Energie so viel Geschmack bieten, dann ist es halt schon ein Problem, ne? Im Gesamtbild.
Voll lecker war das. Yay! Wow! Wir haben hier einen Snack. Darauf haben wir lange gewartet. Hatte ich halt die ganzen Videos vorher nicht. Ich glaube am allerersten Tag oder so schon. Aber ja, hier, das ist ein... Okay, Tete, es ist ein Proteinriegel, ein Eiweißriegel. Die waren aus irgendeinem Grund um einiges weniger herausfordernd für mich. Ich hatte vor Proteinriegeln bei weitem nicht so eine Angst wie vor zu normalen Riegeln, ja, Schokoladenriegeln und die ganzen Snickers und Twix und Mars und hast du nicht gesehen. Und der war aber schon mal nicht bio und... Ich weiß nicht, ich hatte meinem Mann da gesagt, dass er mir den aus dem DM mitbringt. Und das ist halt... Das war ein Riesending für mich, ja? Es war ein Riesending für mich, weil es halt auch außerhalb der Mahlzeiten war. Und ich habe den gewollt, weil ich... Also in den Kommentaren auf der DM-Seite wurde halt geschrieben, ja... Wenn man Bock auf einen Snickers-Riegel hat, dann kauft man sich den, weil das ist quasi ein und dasselbe und perfekter Ersatz und man merkt gar nicht den Unterschied. Und ganz ehrlich, das ist die größte Lüge, die sich die Menschheit jemals ausgedacht hat, weil das schmeckt einfach. Jetzt, wo ich weiß, wie ein Snickers-Riegel wirklich schmeckt, das hat einfach nichts damit zu tun. Ja, der schmeckt ein kleines bisschen nach Schokostückchen und auch ein bisschen nach Erdnuss, aber erstens trocken, zweitens... Also viel weniger süß drin. Also es schmeckt halt auch so dieses typische Proteinriegel-Ding. Ja, also so ein bisschen einfach nach Sand. Also besonders bei veganen Proteinriegeln. Also ich meine, also ich will nicht darüber abkacken. Aber das, also es schmeckt ganz nett. Ich habe den genossen, besonders da. Das war für mich so buff, Geschmacksexplosion und ja auch so, so energiedicht. Und es war wie wirklich, wie so ein Snickers-Bar war das für mich vom Gefühl her. Jetzt ist noch nicht mal der echte Snickers Bar so scary, wie das für mich da war. Also das ist schon krass, den, diese Entwicklung für mich auch zu sehen. Und also ja, nicht als Snickers Ersatz zu empfehlen, aber das war auf jeden Fall ein riesengroßer Fortschritt für mich. Ja. Und das ist das Mittagessen, das ich hier hatte. Da gibt es auch einen Fortschritt zu verzeichnen. Wir haben da so eine ganz dicke, sämige Soße, die ich mit Sojaflocken gemacht habe. Ist halt auch wieder vollwertig, ja. Keine normale Milch, sondern vollwertig. Die habe ich dann in den Mixer geworfen, in den Vitamix. Dann wird das so ein richtiger, cremiger Shake. Ja, es ist ein Fortschritt, aber auch nur ein kleiner, ne? Ist halt trotzdem alles noch so wholefoodig wie nur möglich. Aber sieht sie nicht wunderschön aus? Also diese Banane-Eiscreme ist doch der Hammer, oder? Mega lecker, aber denkt dran, das war mitten im Winter. Das war das Abendessen. Das war eine Suppe, die hatte mein Mann gemacht. Wenn ihr genauer hinguckt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich sag's euch einfach, vertraut mir, da sind sehr große Fettaugen drauf. Mein Mann hatte das mit ein bisschen Öl gemacht. Und das war halt mega, das große Ding für mich. Und ich wusste aber, das muss ich einfach loswerden, diese Angst. Und ja, das ist alles vegan, wie gesagt. Da sind noch Sonnenblumenkerne drauf und noch eine extra Avocado. Also ich habe es dann so richtig mir gegeben, sozusagen mit der Angst vor Fett. Die habe ich da ja noch, immer noch bekämpft. Und das hier war sozusagen, ich hatte noch Hunger, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und bevor ich in der Nacht aufwache, esse ich dann eben noch was. Das habe ich da auch schon immer mehr, quasi mich mehr getraut. Das war ein, ja, ein dunkles Brot mit, und jetzt halt, oh, ja, also Gnade geht raus an dieses Ich zu der Zeit. Aber ich muss halt echt lachen darüber, weil also dieser Versuch, das zu vergesundisieren, und es trotzdem irgendwie Nutella-Brot zu nennen. Erstens ist natürlich kein echtes Nutella, sondern es ist das hier von Rewe. Das aber halt veganes Nutella. Und dann halt wirklich noch irgendwie, damit es sich nicht so schlimm anfühlt für mich und damit man irgendwie noch satter wird und voller und es irgendwie noch vollwertiger ist und gesünder, habe ich halt das mit Banane gemischt. Habe ich dann einen Aufstrich genannt. Und ich habe da in dem Moment gelernt, dass es eigentlich den Geschmack von dem Nutella kaputt macht, weil dann schmeckt alles irgendwie wie Bananen mit Schoko. Und ich wollte aber eigentlich einfach nur diesen Nutella-Geschmack. Das habe ich da schon mal gemerkt, gelernt. Und ja, heute bin ich auch der Meinung, nichts geht an das echte Nutella. Einfach meine Meinung, ja. Und daran lässt sich auch nichts rütteln für mich.
Ja, so, das war's für dieses Video. Lasst einen Daumen hoch oder runter da. Völlige Meinungsfreiheit und ich sehe euch nächstes Video. Ciao.